Bewegt eure Ärsche! In Ordnung! Los, verdammt! What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static. Kommandant! Granate! Aufpassen!
Thank you.
Mein Freund! Mein großzügiger Nazi-hassender halbnackte Ehre! Was? Er ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nichts. Nichts. Schmitz, the baker shop. Kessler, I found Agent 2's house. Thank God. Contact me when you have the folder. Die Narzissen singen in Moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Lavia, where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're Agent 2. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment, have some tea and biscuits. So this is where they transferred you? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Revolted by the sight of your shirtless torso, BJ, but you need to blend in. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Burks like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Thank you.
These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4-meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Hope them hinges don't rust till I get back.
hell. Dass ich nicht mehr derselbe Mann bin, den sie sich verliebt. Sie hat sich die Kinder geschnappt. Dort im Stahl ist alles abgehauen. Trinken macht's auch nicht eins. Du solltest nach Hause gehen und schlafen. Du gehst doch nächste Woche zurück, oder? Dann solltest du mit ihr reden, klar? Er schafft das schon. Wie sonst auch. Na komm schon, Kumpel. Lass das mit dem Kumpel! Dieses Mal war das anders. Sie sagte, sie will nicht, dass ich Soldat bin. Dass sie mit dem ganzen Töten aufhören soll. Das Problem ist nur, dass es das Einzige ist, was ich wirklich gut kann. Weißt du, Kumpel? Was zum Teufel soll ich sonst werden? Bauer? Schreiner? Töpfer vielleicht? Nun, erklär ja einfach, dass es eine Ehre ist, Soldat zu sein. Dadurch bist du kein anderer Mensch, im Gegenteil. Du beschützt deine Familie vor den ganzen Schwächlingen und Kommunisten da draußen. Ja, aber für wie lange? Wie lange kann ich sie beschützen, Rolf? Und was ist mit den Kindern? Mit den Kindern meiner Kinder? Wenn ich tot unter der Erde liege, wie kann ich für ihre Sicherheit garantieren? Das geht nicht, oder? Und eines Tages, Rolf, wird jemandem aus meiner Familie etwas Schlimmes zustoßen. Eine Tragödie. Und wenn es meine Kinder nicht trifft, dann die Kinder meiner Kinder oder eben deren Kinder. Immer weiter, bis in alle Ewigkeit, bis alle Sterne erloschen sind und die menschliche Rasse ausgestorben ist. Die Natur, Rolf, ist anders. Sie schert sich einen Dreck um das Schicksal der Einzelnen. Und das macht mich verdammt fertig. Hey, Ober! Was bist du mit deiner Frau? Frau Ober, Sturmbannführer von Schaps ist hier. Hat sie dich deshalb verlassen? Gackern höre! Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! Generalstraße! Ergebnisse sehen. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel... Wie ist Ihr Wein, Helga? Oh, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Ja? Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Stellen Sie den Wein hier auf den Tisch. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstraße will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Bleibt im Bau. Warten Sie. Oh.
Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los, probieren Sie. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Komme, Frau Obersturmbannführer von Scharzen. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, wie ist das Stadt? Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy?
Jesus Christ! Kessler, come in. You read? I hear you. Kessler, hear me? Fucking gadgets.